Hallo Leute und herzlich willkommen bei Crafting Time. Ja, was machen wir heute? Wie ihr seht, hier haben wir zwei Enden von einer Straße und wir werden eine schöne Brücke bauen. Das ist nur mal so eine Idee, damit ihr mal sehen könnt, wie das Ganze so aussehen kann, wie man so eine Brücke bauen könnte. Ja, ich mache auch mehrere Brücken. Das ist jetzt nur eine Brücke. Die Straße geht noch deutlich weiter. Und dann folgen natürlich noch andere Arten von Brücken. Wir fangen ganz einfach an mit ganz einfachen Baumaterialien, die ich jetzt ausgewählt habe. Ihr könnt die natürlich auch nutzen. Ihr könnt aber auch gerne, wenn ihr wollt, andere Farben nehmen. Das bleibt euch ganz selbst überlassen, ob ihr eine Holzbrücke macht, ja, oder vielleicht eine Quarzbrücke macht, so wie ihr da Lust zu habt. Ja, wir fangen ganz einfach an. Setzen an einem Stück der Straße an. Ich werde zwischendurch mal ein paar Blöcke wieder wegmachen müssen, weil ich selber kurz drüber nachdenken muss, wie ich es genau setze. Nimmt es mir nicht so übel. Aber ihr solltet das ja eigentlich schon von mir kennen, dass ich gerne mal ein, zwei Blöcke wieder wegnehme, ja, und dann wieder neu ansetze. So, ja, wie geht es euch denn so im Moment? Im Moment ist ja alles so ein bisschen doof, sag ich mal, ja. In good old Germany. Läuft es ja nicht so gut, dass die Corona-Zahlen gehen ja immer weiter nach oben. Und jetzt scheint es wohl, dass wir doch wieder mehr eingeschränkt werden, so wie im Frühjahr. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ja, auch nicht sehr toll, weil es ja auch für uns, ja, Menschen nicht so toll ist, nicht raus zu dürfen, ja, oder wenig raus zu dürfen, ist ja auch nicht so schön. Ne? Ich kann nur eins sagen, lasst euch davon nicht unterkriegen, ja, haltet euch an die Regeln und bleibt auf jeden Fall gesund, ja, passt auf jeden Fall auf eure älteren Menschen in eurer Familie auf, ja, Oma, Opa, ja, vielleicht sind ja auch schon Mama und Papa etwas älter, je nachdem, ich weiß ja nicht, wer hier alles mitschaut, passt auf jeden Fall aufeinander auf, das ist ganz, ganz wichtig, ja, haltet euch an die Regeln und irgendwann ist das Ganze auch vorbei und dann können wir wieder raus in die Welt und voll durchstarten. Jetzt starten wir natürlich hier bei Minecraft durch, ja, und ja, bauen uns hier was Schönes zurecht. Wie ihr hört, nebenbei läuft wieder so ein bisschen Musik, ja, ich quatsch auch nicht die ganze Zeit, nur wieder zwischendurch, so wie immer. Und wie gesagt, die Musik läuft ja nebenbei. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wer es natürlich nicht abwarten kann, wie die Brücke aussieht, der kann natürlich bis zum Ende vorspulen und sich das Ganze einmal anschauen. Okay, viel Spaß. Ja, ihr dürft euch auch schon auf die nächsten Tage freuen. Also ich werde jetzt nicht eine Woche warten, sondern es wird nur so zwei, drei Tage dauern und dann werdet ihr schon ein neues Video von mir bekommen. Ich habe mir mal nicht gedacht, dass ich diese kleinen Tiny Häuser, ja, weil ich ja eins da unten an der Sandbank, wie ihr sehen könnt, da hinten, ja, da kommt ein Tiny House hin, was so leicht ins Wasser reingeht. Ich denke, so diese Tiny Häuser, die kann ich zwischendurch mal rausschmeißen. Das sind ja keine großen Videos. Ja. Also da habe ich mir fest vorgenommen, diese zwischendrin einfach mal für euch loszuschicken, die Videos, damit ihr ein bisschen mehr Futter von mir kriegt, falls ihr zu viel Langeweile zu Hause habt, ja, und oder noch coole Ideen für eure schöne Stadt braucht, ja. Also da dürft ihr schon drauf freuen. Ich denke mal so in 2 bis 3 Tagen, ja, werdet ihr da auf jeden Fall nochmal mit einem schönen Tiny House Video von mir gefüttert.
Ja, wie ihr hier seht, ja, ich übernehme ganz normal die Straßenform, so wie immer. Die übernehme ich einfach für die Brücke. Das kann man so machen, muss man aber nicht. Man kann auch zum Beispiel eine komplette andere Fläche nehmen, ja, wie zum Beispiel eine komplette Brücke aus Holz oder sowas, ja, wo man nur in der Mitte Linien hat, damit die Autos halt sehen, okay, das ist meine Seite und das ist meine Seite. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, keine Linie in der Mitte machen, einfach nur eine Holzbrücke ziehen. Das sieht natürlich auch ganz cool aus. Ne? Also da gibt es ja auch ganz coole Ideen. Ich werde auch versuchen, hier einige umzusetzen. Wie gesagt, die Straße geht ja noch weiter. Da werden bestimmt noch so 4, 5 Brücken folgen, die alle anders aussehen werden, damit man einfach mehrere Ideen hat. Ja, und vielleicht ein bisschen abwechselnd auch in die Welt reinkommt. Weil wenn alles gleich aussieht, ist es ja auch ziemlich langweilig. Ja, ich hoffe natürlich, das sieht auch gleich gut aus, weil ja hier das Stück der Straße auch schon wieder in den Berg hochführt. Ja, ich muss mal gucken. Da habe ich etwas doof gewählt, die Stelle, vielleicht den Berg hochzugehen, hätte ich vielleicht etwas mehr in den Hang reingehen müssen. Aber mal gucken, wie es gleich aussieht. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, das sah jetzt fürs Erste gar nicht so schlecht aus. Ich lasse das einfach mal da hinten so und mache jetzt mal an der anderen Seite so ein bisschen weiter. Und dann kommen wir schon zum Aufbau der Brücke. Ja, ich hoffe, der wird auch ganz cool werden. Da mache ich mir gerade noch so ein bisschen Gedanken, wie ich den genau mache. So nebenbei. Ich schwede mal ganz viel im Kopf rum, ganz viele Ideen. Ja, wir schauen gleich mal, wie das dann so wird mit dem Überbau. Ja, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, also vielleicht haben es einige gemerkt, vielleicht einige nicht. Ich werde es einfach mal so erzählen. Ich vertone meine Videos nach, ja, weil ich mich besser konzentrieren kann, wenn ich nicht baue und dabei rede. Ja. Wenn ich baue und rede, dann komme ich voll durcheinander und dann wird das gar nichts. Deswegen, ich konzentriere mich immer schön drauf. Ich habe auch immer nur den Sound von Minecraft so ein bisschen an. Gar keine Musik oder sonst irgendwelche Geräusche im Hintergrund. Einfach ganz entspannt. Also, nicht, dass ihr euch manchmal wundert, okay, das passt jetzt gerade nicht vielleicht so ganz, was er gerade redet. Ich tone die Videos nach, wie gesagt, ich tone die hinterher, tone ich die nach, weil es für mich halt einfacher ist. Ich werde mal gucken, ob ich es vielleicht mal irgendwann schaffe, ja, je nachdem, wie hoch die Interessentenzahl wächst, ja, also wie viele Zuschauer ich einbinden kann, dass ich vielleicht mal irgendwann ein Live-Video mache. Aber das ist noch etwas in weiter Ferne, sag ich mal. Ich hau's jetzt hier mal so ein bisschen an. Wie gesagt, das kommt dann auch drauf an, wie viele Leute dann natürlich ich fassen kann auf meinem Kanal und die auch wirklich Bock drauf haben, mich live reden zu hören. Ja, da gibt es ja im Moment auch so ein interessantes Thema. Zeitumstellung war ja jetzt am Wochenende gewesen. Und wie ist das denn bei euch so? Kommt ihr damit gut zurecht? Oder denkt ihr so, oh, okay, ich habe zwar eine Stunde mehr Schlaf, aber das nimmt mich total mit. Also mich nimmt die Zeitumstellung auf jeden Fall immer mit. Vor allen Dingen vom Winter auf Sommer. Da wird einfach mal eine Stunde Schlaf geklaut.
Und boah, das ist echt, da brauche ich immer so ein paar Tage, bis ich darauf klarkomme. Jetzt so zur Winterzeit, okay, da hat so einen Tag gedauert, da hat man sich dran gewöhnt. War aber trotzdem doch schon sehr müde den ersten Tag. Wie ist das denn bei euch so? Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr damit so zurechtkommt, wenn ihr Bock drauf habt. Ne? Ich finde das auch ein sehr interessantes Thema und meines Erachtens, boah, sollte die Zeitumstellung auf jeden Fall abgeschafft werden. Ich finde es total blöde. Bringt ja heutzutage eh nichts mehr. Ja, wir hoffen es mal, dass die Politik das hinbekommt, ja, und es vielleicht irgendwann abschafft. So, jetzt hier unten drunter mache ich das auch mit dem Material, mit dem Baumaterial der Brücke so, dass ich die Straße verschwinden lasse, auch wenn unten drunter keiner gucken wird. Trotzdem sollte es schon vernünftig sein, dass das einigermaßen ordentlich aussieht. Vor allen Dingen mit diesem dicken Unterbau sieht das auch sehr stabil aus, das Ganze, so dass man keine Stelzen drunter machen muss, die zum Beispiel runter ins Wasser führen. Ja, das wirkt, wie gesagt, das wirkt nochmal schön kräftig von der Brücke her, ja, dass sie schön kräftig gebaut ist. So, dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu dem Überbau. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mache das jetzt gerade zum ersten Mal mit dem Überbau. Ich habe das noch gar nicht gemacht. Ich hatte das nur so im Kopf als Idee und habe mir so ein, zwei Bilder im Internet dazu angeschaut, wie das so bei ja, echten Brücken aussieht. Ich hoffe, ich bekomme es hier ganz gut hin und ich hoffe, es gefällt euch natürlich auch. Ja, ich hoffe auch, dass ihr das ziemlich einfach nachbauen könnt. Also ich versuche es so langsam wie möglich zu machen, dass ihr auch gut mitzählen könnt, wenn man diesen Überbau ja, der Brücke hier errichtet. Ja, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Haben wir schon mal eine Seite. Ich hoffe, ich muss daran dann nicht auch noch was ändern. Das lassen wir jetzt erstmal so, machen jetzt auch die andere Seite genauso. Und dann muss ich mal schauen, wie ich das Ganze verbinde. Das weiß ich noch gar nicht. Ob ich in der Mitte nochmal Streben runtersetze oder einfach so gerade rüber laufen lasse. Das schauen wir gleich mal, wie das dann aussieht und ja, wie das auch dann stabil genug rüberkommt. Von der Optik her auch natürlich. Ne? Halten tut es ja immer, aber trotzdem soll es ja schon einigermaßen ja, realistisch aussehen, sag ich mal. Ne? Na, wir schauen gleich mal.
Ich habe mir auch überlegt, dass ich so demnächst mal ein ganz kurzes Video machen werde über Einrichtungsgegenstände, ja, damit es euch vielleicht einfacher fällt, wenn ihr eure Häuser nach euren Ideen einbauen wollt, aber so einige Dinge vielleicht so nicht so ganz umsetzen könnt, weil ihr nicht genau wisst, wie. Ja, da werde ich so einige Tipps, werde ich so ein kurzes Video mal machen, so einige Tipps, wie man so gewisse Einrichtungsgegenstände bauen kann, die euch vielleicht gut weiterhelfen können bei eurer Einrichtung des Hauses. Darauf könnt ihr euch auch schon freuen. Das wird irgendwann demnächst wird das kommen. Ich denke so, ja, so die nächsten zwei, drei Videos folgend oder sowas. Irgendwann wird das dann auf jeden Fall aufploppen. So als kurzes Zwischenvideo, falls mir gerade kein Tiny House einfällt zum Beispiel. Ja, ist ja auch ziemlich schwierig, sich immer so ein Tiny House einfallen zu lassen. Manche Tiny Häuser lassen sich auch fast gar nicht umsetzen hier in Minecraft, weil das schon ziemlich schwierig ist, mit manchen Blöcken oder manchen Materialien genau das so umzusetzen, so wie man es zum Beispiel gesehen hat jetzt im Fernsehen. Ja, bei Tiny House Nation habe ich ja auch geguckt. Oder halt Bilder halt von Google oder so, ne? Aber da schauen wir mal. Da dürft ihr euch auch schon darauf freuen, dass es mal sowas gibt von mir. So, jetzt sind wir auch schon fast durch hier mit der Brücke. Jetzt machen wir nur noch die beiden Streben hier zu Ende. Und dann sollte das eigentlich schon alles gewesen sein. Schauen wir gleich mal, wie das Ganze so aussieht. Ob wir dann noch Zwischenstreben reinsetzen oder nicht, das sehen wir dann gleich. Ja, so sieht das schon ziemlich cool aus. Ich denke, ich werde das auch so beibehalten. Schauen wir mal eben. Müssen wir einmal ein bisschen anders eben hier machen. So, dann müssen wir hier rüber. Und dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus, wenn man da so drei Streben hat, die so runtergehen. Ja, das sieht ganz cool aus. Okay, dann machen wir das jetzt noch bei den anderen Ecken. Machen wir das jetzt genauso. Und dann ist die Brücke schon soweit fertig. Dann sollte es das schon gewesen sein. So, dann haben wir auch schon hier die Brücke jetzt fertig. Mal gucken. Ja, okay, nee, so lassen wir das jetzt, denke ich. So, schauen. Ja, wir gehen hier nochmal rüber.
noch ein bisschen Stabilität oder optische Stabilität so ein bisschen reinzubringen, nochmal eine Querstrebe, aber dann sollte es eigentlich schon, ja, gewesen sein. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, dann haben wir hier schon die Brücke fertig. Ich hoffe, die Brücke gefällt euch und ihr habt natürlich hoffentlich fleißig mitgebaut, ja. Oder habt euch erst angeschaut und baut sie später nach. Das müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Ich finde sie ziemlich cool, ja. Ich hoffe, sie gefällt euch auch und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Minecraft und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.